ein. Warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ja nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Aiden, sieh mal. Was ist das für ein Licht? Die Erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben sie getan? Los jetzt. Wenn wir Gleb finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Das ist Gleb. Das war Gleb. Hask. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnian-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitungen getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Dell, ja, es stimmt. Und jetzt? Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Bin zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Thank you.
Scan, bitte. Sie sind uns im Weg. Ausschalten. Scan die Gegend, Droide. Dio, finde ein Kommunikationsrelais. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Kommt wieder ein Kampf auf uns zu. Zum Relais durchbrechen. Analyse. Feindlicher Offizier! Neo, scan die Stadt nach Rettungssignalen. Achtung, Verstärkung, untere Ebene! Schütze. Ah!
Tut mir leid. Es gibt noch zwei Signale. Zwei sind besser als keins. Stimmt. Suchen wir selbst. Schalten Sie aus. Jeden Einzelnen. Schilder aktiviert! Ja, ich komme nach! Vorwärts ein! Bereich sicher!
schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Jay darf nicht verletzt werden. Ein Schild. Okay.
ein Schild. Bereich gesichert. Okay, jetzt zur Rettungskapsel. Keine Sorge. Sei es klug und stark. Wir finden sie. Ein drittes Signal. Das muss Say sein. Sie lebt, Schiff. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Ich gehe. Du bist die Vorhut. Einmal müssen wir Say finden. Wir sind fast da. In den Kampfläufer. Ich komm nach. Rettungskapsel. Wissen Sie das? Nein. Aber der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Der ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Ginata-Sicherheit geht runter. Das ist ein schwerer Schütze! Say! Sie hat einen Hinterhalt gebaut. Cleveres Mädchen. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Wir haben schwere Waffen. Ein Schatten. Noch mehr Sturmtruppen. Ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Freundlicher Offizier! Ich lasse sie auf keinen Fall an das Kind ran! Ein Schatten! Noch mehr Sturmtruppen!
Feuer, Schütze! Einer von Glabs Kampfläufern! Dein Vater ist tot. Was? Das mit Blepp war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja, aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht Hask passiert. Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand.